So, heute habe ich wie gestern wieder etwas Neues für euch. Ich habe von Somo den Somo Strong Blue erhalten. Also, das ist ein Blaubeertabak in der Strong-Variante. Ich werde mir heute das Ganze in einem meiner Lieblings-Setup bauen, dem Somo featuring Alpaka Huacaya oder Huasaya Funnel mit dem Kalud Lotus 2. Zuerst einmal ist immer wichtig, wenn man neue Sorten erhält, dass man sie gut durchmischt, damit die Molasse gleichmäßig verteilt ist. Ich habe das jetzt ja schon gemacht. Und jetzt packe ich den Tabak einfach wieder etwas über den Rand in den Kopf, presse ihn leicht an, mache die Lüftungsschlitze und dann den Aufsatz drauf. So, hier seht ihr den fertig gebauten Kopf. Die Lüftungsschlitze sind jetzt etwas schwer zu erkennen, weil etwas Tabak reingefallen ist, aber hier habe ich wieder 4 Schlitze reingemacht, damit der Durchzug gut bleibt. Und jetzt wie immer den Lotus 2 drauf, 2 Kohlen, Deckel drauf und dann sehen wir uns schon wieder beim Rauchen. So, zuerst einmal zu dieser wunderschönen Pfeife, die hier steht. Wie ihr wahrscheinlich schon im heutigen Post gesehen habt, ist zurzeit die Stimulation Exclusive bei mir. Das ist diese Pfeife hier. Ich werde die Pfeife noch unboxen und vorstellen, aber ich denke, ich werde das in einem YouTube-Video machen, da das Video wahrscheinlich ziemlich lang werden wird und ich längere Videos lieber auf YouTube hochladen möchte, da ich es nicht so mag, so lange Videos im Hochformat auf dem Handy anzuschauen. Also werde ich das mal auf YouTube hochladen, vielleicht schaffe ich es auch schon morgen. Und ja, dann kommen wir zum Tabak. Also der Tabak schmeckt mir sehr, sehr gut. Der Tabak kommt definitiv in die Top 5 meiner Somo Strong Sorten. Es ist eine sehr süße Blaubeere, also wirklich sehr lecker. Man hat noch eine leichte Kühle im Hals, nicht so wie beim normalen Somo Blue. Ich finde den Tabak auch etwas süßer. Der Tabak verträgt extrem viel Hitze, also ich rauche hier schon länger mit geschlossenem Deckel und das kann er wirklich ohne Probleme vertragen. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Tabak und auch in diesem Setup läuft er wirklich top. Ich kann das allen nur weiterempfehlen, holt ihn euch, probiert ihn, gebt mir Bescheid, wie er schmeckt. Und ja, ich wünsche allen noch einen schönen Rauch und wir sehen uns wie immer morgen wieder.